Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. Das Wort hat der Abgeordnete Bromny, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir Freien Demokraten gehen davon aus, der Prozess der Digitalisierung wird nicht nur unsere Lebenswelt, sondern auch unser Bildungssystem in noch ungeahntem Ausmaß umformen und verändern. Um dieser Herausforderung zu begegnen, gibt es nun endlich den Digitalpakt. Für diesen werden im Haushalt 2020 gut 63 Millionen Euro veranschlagt. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Digitalpakt. Was schätzen Sie, wie viele Mittel aus dem Digitalpakt wurden bisher bewilligt? Und auf welchem Platz liegt das Land Hessen? Ich kann es Ihnen sagen, deutschlandweit wurden bisher knapp 20 Millionen Euro aus dem Digitalpakt bewilligt. Und 20 Millionen. Und mit weitem Abstand vorne liegt hier Sachsen, gut 8 Millionen, und Hamburg, 7 Millionen. Bleibt die spannende Frage, auf welchem Platz liegt Hessen? Auch das werde ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren. Auf Platz 10, vor dem Saarland, vor Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Auch in diesen Ländern wurden bislang 0 Euro bewilligt. Und, meine Damen und Herren, wir liegen nicht deshalb auf Platz 10, weil wir so gut sind, sondern wir liegen deshalb auf Platz 10, weil die anderen Länder im Alphabet nun einmal mit S und T hinter uns liegen. Stichwort Schlusslicht, meine Damen und Herren. Auch bei der Veröffentlichung der Förderrichtlinien waren wir im Ländervergleich nicht Teil der Spitze. So viel gehört zur Wahrheit dazu. Im Haushalt 2020 veranschlagen Sie, Herr Minister, 63 Millionen Euro. Wir Freien Demokraten halten das für nicht ausreichend. Deshalb wollen wir die Mittel für den Digitalpakt zumindest verdoppeln. Wir haben dazu auch seriöse Gegenfinanzierungsvorschläge gemacht. Und um aufzuzeigen, wie wichtig eine adäquate Mittelausstattung für unsere Schulen ist, spreche ich hier kurz zwei Themen beispielhaft an. Gigabitfähiger Internetanschluss und die Schulcloud. Immerhin besitzen mindestens 609 von den rund 1800 Schulen in Hessen einen gigabitfähigen Internetanschluss. Auf die Frage, ob ein flächendeckender gigabitfähiger Anschluss aller hessischer Schulen realistisch ist, antwortete die Landesregierung kürzlich: Alle Schulen, die Bedarf an einem gigabitfähigen Anschluss haben, werden bis 2022 ausgestattet. Meine Damen und Herren, wir stehen am Anfang eines Chancenjahrzehnts. Stellen wir uns die Welt von morgen vor. Denken wir uns in eine Welt, in der Kinder mit digitalen Lernmaterialien bestmöglich individuell gefördert werden können. Hier können Sie in Ihrem eigenen Lerntempo arbeiten, können sich für Übungen entscheiden, abhängig davon, ob Sie eher visuell, auditiv oder durch Wiederholung lernen wollen. Mit dieser Welt von morgen vor Augen frage ich Sie, welche Schule sollte keinen Bedarf an einem gigabitfähigen Internetanschluss haben, meine Damen und Herren. Und ich werfe noch eine zweite Zahl in den Raum. 23% der hessischen Schulen haben nicht einmal Zugang zu Breitbandinternet mit 50 MB pro Sekunde. Oder Mbit. Danke, Herr Wagner. Oder ich sag's mal klarer, Herr Wagner. Sieht sich eine Schülerin ein Lernvideo online an, geht der Rest leer aus. Das ist doch die Wahrheit an hessischen Schulen, Herr Wagner.
Denn digitale Schule funktioniert ja nur, wenn die Grundlagen auch vorhanden sind. Und das ist arbeitsfähiges Internet. Und das heißt, zwei Drittel der hessischen Schulen, lieber Herr Wagner, ohne gigabitfähigen Internetanschluss werden die Mittel aus dem Digitalpakt überhaupt nicht vollumfänglich einsetzen können. Auch das ist die Realität in Hessen, meine Damen und Herren. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Rund 520 der 1800 hessischen Schulen nutzen zurzeit die landeseigene Schulcloud. Ähnlich wie der gigabitfähige Internetanschluss soll auch die Schulcloud bis 2021/22 flächendeckend genutzt werden. Denken wir uns noch einmal hinein in die Welt von morgen. Um Schülerinnen und Schüler mit digitalen Lernmaterialien individuell fördern zu können, benötigen wir diese Schulcloud. Sicher sind die Probleme bekannt, die noch gelöst werden müssen, beispielsweise der Datenschutz oder die Frage danach, welche Lernmaterialien hochgeladen werden können. Letzteres wird in Form einer Einbindung der Schulbuchverlage von Ihnen, Herr Kultusminister, mittlerweile immerhin geprüft. Es wird geprüft. Aber die Schulcloud muss endlich raus aus der Theorie und rein in die Praxis, rein in das Leben von den Lehrern, den Schulleitern, den Schülern, den Eltern. Digitale Schule zeichnet sich nicht durch Existenz eines Computerraums aus. Digitale Schule ist eine Schule, die verbindet, meine Damen und Herren. Und dafür braucht es eine Schulcloud, die keine Schulmauern kennt. Die Schulcloud ist jedoch nicht nur eine Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, sondern sie erleichtert auch Lehrerinnen und Lehrern das Arbeiten. Und damit sie sich endlich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können, benötigen die Lehrerinnen und Lehrer Maßnahmen zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes. Hier würde etwa ein elektronisches Klassenbuch helfen. Auch das digitale Zeugnis wäre eine solche Arbeitserleichterung. Dazu haben wir Freien Demokraten jüngst einen Antrag eingebracht, der erst in diesem Monat von der Regierungskonstellation abgelehnt wurde. Beides, das ist unsere Meinung, ließe sich mit einer durchdachten und sicheren Schulcloud verbinden. Ja, der Datenschutz, meine Damen und Herren, ist eine Kernfrage. Eine Antwort findet sich hierauf, aber nicht in der Insellösung, die aufgrund der Komplexität der Materie nur schleppend vorankommt. Schauen wir noch einen Moment weiter auf die Lehrerinnen und Lehrer. Nur sie können den digitalen Wandel mit pädagogischer Expertise begleiten. Wir brauchen pädagogisches Personal, das mögliche Risiken sensibel einordnet, dabei aber nicht für oder gegen den digitalen Raum argumentiert, sondern sich gerade in diesem Raum bewegt. Denn Digitalisierung an sich ist weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes. Digitalisierung ist das, was wir Menschen daraus machen. Und dazu gehört das Lernen mit digitalen Materialien genauso wie die Aufklärung über Fake News. Die digitale Begehung von Museen genauso wie der Workshop gegen Cybermobbing. Aber, meine Damen und Herren, von einem umfassenden und klaren Mentalitätswandel der Landesregierung, den wir für die Welt von morgen brauchen, sind wir noch sehr weit, sehr, sehr weit entfernt. Und auch bei den anderen wichtigen Punkten der Schulpolitik darf die Landesregierung nicht länger die Augen verschließen. Klar ist, es mangelt nicht an drängenden Herausforderungen. Der Kollege Degen hat hier viele wichtige Punkte genannt. Lehrermangel, der Unterrichtsausfall. Ich erspare uns jetzt einmal die Frage, wie wir den überhaupt definieren. Das Thema Quereinsteiger, die Ergebnisse der PISA-Studie und eine verbesserungsfähige Leistung von Schülerinnen und Schülern in den MINT-Fächern. Auch diese Themen sind Themen der Schule von morgen. Das aber leider auch häufig nicht an die Schule von morgen, nicht einmal an die Realität von heute gedacht wird, zeigen beispielsweise die unterschiedlichen Lehrerbedarfsplanungen.
So macht die Berichterstattung des HR, Info und der Tagesschau deutlich, dass die Kultusministerkonferenz weiterhin mit anderen Daten arbeitet als die Bertelsmann-Stiftung. Letztere beziehen sich mit ihren Schätzungen auf die Daten des Statistischen Bundesamtes. Ja, das müssen Sie uns einmal mitteilen. Allein in der Grundschule, Kollege May, allein in der Grundschule unterscheidet sich die Zahl der zusätzlichen Schulkinder zwischen den Berechnungen bundesweit um 36.000 Schüler. Das sind 36.000 Schulkinder mehr, die Lehrerinnen und Lehrer benötigen, meine Damen und Herren. Und bezüglich der Quereinsteiger stellt sich die Frage der adäquaten Qualifizierung. Diese Frage ist nicht nur für Schülerinnen und Schüler von Relevanz, sondern auch für die Quereinsteiger selbst. Etwa ein berufsbegleitendes Konzept der Qualifizierung würde Wertschätzung signalisieren. Zugleich würde es aber auch eine Schule von morgen gestalten, die nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern unterschiedliche Stärken wertschätzt. Meine Damen und Herren, ich habe im Wesentlichen über Digitalisierung gesprochen, weil die Digitalisierung alle Themen umfasst. Denn was haben die Ergebnisse der PISA-Studie, die Schwächen hessischer Schülerinnen und Schüler in den MINT-Fächern und der von Ihnen, Herr Minister, durchaus zu lobende Schwerpunkt der Bildungssprache Deutsch gemeinsam? Alle drei verlangen individuelle Begleitung, ein Bildungskonzept, das den Einzelnen im Blick hat. Doch diese Reise, meine Damen und Herren, in die Welt von morgen hat für die Landesregierung noch nicht begonnen. So lobten sich gestern in ihren Reden der Ministerpräsident, Kollege Boddenberg, aber auch Kollege Schwarz hat es angesprochen, indem sie auf die ECO-Studie Digitaler Länderkompass Deutschland vom Juni 2019 einging. Hier liegt Hessen auf Platz 1, was uns freut. Aber was Sie verschwiegen haben, das will ich hier schon noch einmal klar und deutlich sagen, hier werden nur Zielsetzungen der Länder verglichen, nicht das wirklich Geleistete, meine Damen und Herren. Erster Platz. Also diese Vorschusslorbeeren, die dürften bald verwelkt sein, meine Damen und Herren. Klar ist, die Zukunft fordert eine digitale Schule, aber die digitale Schule gestaltet auch die Zukunft. Und deshalb begreifen wir Freie Demokraten Digitalisierung als Chance für die Schülerinnen und Schüler dieses Landes und als Chance für das Land insgesamt. Zusammenfassend ist festzuhalten, in diesem Chancenjahrzehnt ist Bildung das Gold der neuen 20er Jahre, meine Damen und Herren. Und im Übrigen noch ein kurzer Hinweis zu unserem von Schwarz-Grün abgelehnten Antrag zu christlich-jüdischer Zusammenarbeit. Wir Freien Demokraten waren bei gemeinsamen Initiativen in ähnlich gelagerten Kontexten als Opposition äußerst konstruktiv. Und wir sind nicht einfach dem Oppositionsreflex erlegen. Im Rahmen der dritten Lesung werden wir unseren Antrag zur christlich-jüdischen Zusammenarbeit nochmals stellen. Und wir würden es sehr begrüßen, wenn Schwarz-Grün hier nicht dem Regierungsreflex der einfachen Ablehnung verfällt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bromny. Das Wort hat die Frau Abg. Kula, Fraktion DIE LINKE. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste! Auch ich werde wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen als die angekündigten 8 Minuten. Das ist in unserer Fraktion auch so abgesprochen. Wir haben einen kleinen Puffer. Aber nach dem, was hier alles gesagt wurde, auf manche Dinge muss man dann doch einmal eingehen.
Zunächst einmal, ich wollte eigentlich nichts dazu sagen, aber jetzt glaube ich, so ein kleiner Seitenhieb, den kann ich Ihnen nicht ersparen an die Seite rechts. Ich finde es schon interessant, dass gerade Sie die Bildungssprache Deutsch hier so hochhalten. Ich meine, Sie kriegen es nicht mal zustande, irgendwelche Anträge ohne Rechtschreib- und Grammatikfehler einzureichen. Also gerade Sie sollten da sich ganz zurückhalten. Vielen Dank. An einem Haushalt kann man erkennen, wie viel politische Substanz die schönen Worte von Koalitionsverträgen letztlich haben werden. Die Initiativen und Maßnahmen müssen sich daran messen lassen, ob sie den Problemen an hessischen Schulen und den Forderungen der Lehrkräfte und pädagogischen Kräfte, Schülerinnen und Schülern sowie der Eltern gerecht werden können. In jedem Fall gibt es einiges zu tun an hessischen Schulen. Der eklatante Mangel an qualifizierten Lehrkräften, der Unterrichtsausfall, enorme Arbeitsbelastung der Kolleginnen und Kollegen, eine nicht funktionierende Inklusion und immer neue Aufgaben, die Schule bewältigen muss. Aber wenn man sich den vorliegenden Haushaltsentwurf anschaut, muss man feststellen, dass die Landesregierung kleckert, wo geklotzt werden müsste. Ein Ausdruck dieser politischen Knausrigkeit ist eben der akute Lehrkräftemangel. Mit der Begründung einer vermeintlichen demografischen Rendite wurden in der Vergangenheit Lehrerstellen gestrichen und jungen Menschen der Lehrerberuf abgeraten. Das war z.B. bei meiner Generation so. Ergebnis dieser Politik ist heute an den Schulen zu beobachten. Besonders drastisch ist die Situation an Grund- und Berufsschulen. Gerade angesichts dessen ist es vollkommen unverständlich, dass die schwarz-grüne Landesregierung auch in diesem Haushalt die schlechtere Bezahlung für Grundschullehrkräfte weiterführt, und das in einer Mangelsituation. Die einzig richtige Antwort wäre die überfällige Gleichstellung der Grundschullehrkräfte mit den anderen Schulformen. A13 für alle, das muss drin sein. Darin haben Sie hunderte Kolleginnen und Kollegen im November erinnert, Herr Lorz, das muss drin sein. Die Landesregierung argumentiert ja gern, man wolle gemeinsam mit den anderen Bundesländern in dieser Frage A13 agieren. Dieses Argument hat sich aber doch in Luft aufgelöst. Schließlich zahlen bereits 7 andere Bundesländer ihre Grundschullehrkräfte nach A13. Also, liebe Schwarz-Grünen, denkt doch noch mal wenigstens, denkt euch neue Begründungen nach, die ihr vorschiebt, warum ihr die Gleichstellung aller Lehrkräfte weiter vehement ablehnt. Grundschullehrkräfte ebenfalls nach A13 zu bezahlen, wäre eben auch eine Sache der Geschlechtergerechtigkeit. Schließlich arbeiten vor allen Dingen Frauen im Grundschulbereich. Die GRÜNEN machen sich an dieser Stelle komplett unglaubwürdig, wenn sie weiter diese schwarze Bildungspolitik mittragen. Wir haben in unseren Haushaltsforderungen, die, Herr Schwarz, da können Sie sicher sein, wie jedes Jahr zur dritten Lesung pünktlich erscheinen werden, für den Einzelplan des Kultusministeriums A13 für alle aufgenommen. Sie haben ja noch bis zur dritten Lesung auch Zeit, da noch einmal nachzulegen. In Zukunft wird sich der Lehrkräftemangel auch in weiterführenden Schulen deutlich bemerkbar machen. Eine Landesregierung sollte also alles dafür tun, den Lehrerberuf so attraktiv wie möglich zu gestalten. Zwar weitet die Landesregierung Studienkapazitäten aus und schafft 100 neue Stellen für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, aber die Arbeitsbedingungen, unter denen hessische Lehrkräfte arbeiten, werden eben nicht angegangen. Über 1.000 Überlastungsanzeigen erhielten Sie, Herr Lorz, im Jahr 2018. Darauf haben Sie bisher nicht einmal reagiert. Hessen hat weiterhin die höchste Pflichtstundenzahl aller Bundesländer. Das wäre doch ein Hebel, um die Kolleginnen und Kollegen zu entlasten, aber auch den Lehrerberuf insgesamt zu stärken und aufzuwerten. Das machen Sie aber nicht. Zwar klingen die Pressemitteilungen des Kultusministers mit ihren schön platzierten Zahlen immer ganz gut, aber die Substanz des Ganzen ist dann doch ernüchternd. Der Einzelplan des Kultusministeriums ist der personalintensivste, weswegen sich Tarifsteigerungen und Veränderungen bei Vorsorgeprämien in enorm hohen Zahlen niederschlagen. Rechnet man diese beiden Posten aus dem Haushalt raus, dann ist eben nur noch ein Zuwachs im Bildungsetat von 1,9% statt den groß verkündeten 3,9% zu verzeichnen. Gerade vor dem Hintergrund, dass von Ihnen, Herr Wagner, gestern noch das großgelobte Recht auf den Ganztagsschulplatz ab 2025, gerade deswegen muss die Landesregierung die daran beteiligten Berufsgruppen aufwerten, ja, auch den Lehrerberuf. Und der Herr Boddenberg ist ja leider jetzt nicht da. Aber die Angst von Herrn Boddenberg vor A13, die Sie gestern in der Generaldebatte geäußert haben, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ja, wenn Grundschullehrerinnen gleichgestellt werden mit anderen Lehrkräften, dann werden wir natürlich eine Debatte darum bekommen, warum Bildungsberufe und Berufe im Sozialbereich so schlecht entlohnt werden. Aber im Gegensatz zu Ihnen freue ich mich auf diese Diskussion, weil viele vielleicht so die Chance besteht, Arbeit, die hauptsächlich von Frauen in dieser Gesellschaft geleistet wird, endlich aufzuwerten. Denn wir alle hier sind zusammen auf diese Arbeit angewiesen.
In Ihrem Haushaltsentwurf sollen die Sprachförderung, die Digitalisierung und die Lehrerbildung im Mittelpunkt stehen. So soll es an Grundschulen ab nächstem Schuljahr eine Stunde mehr Deutsch geben. Wir sind gespannt, woher Sie die zusätzlichen Lehrkräfte bekommen wollen, gerade bei Ihrer Verweigerung, das Grundschullehramt aufzuwerten. Beim Thema Digitalisierung sollen zwar 26 neue Stellen geschaffen werden, von diesen sind aber nur 4 für pädagogische Konzeption vorgesehen. Dabei ist gerade die Anforderung der pädagogischen Konzepte, diese auszuarbeiten, doch gerade das, was die Schulen davon abhält, eben etwas vom Digitalpakt abzubekommen. Das stellt sich für große Schwierigkeiten, selber diese pädagogischen Konzepte zu schreiben. Da brauchen Sie dringend mehr Unterstützung. Keine Stellen sind für die Wartung und den Support der IT-Infrastruktur vorgesehen. Das ist wahnsinnig. Das sagt Ihnen jeder Techniker, IT anzuschaffen, ohne einen Support zu garantieren. Es hängt also jetzt wieder davon ab, ob und inwiefern die Schulträger es schaffen werden, entsprechendes Personal zu finden. Das wissen Sie ganz genau, Herr May, dass das sehr schwierig sein dürfte, und diese auch nachhaltig zu finanzieren. Letztendlich befürchten viele Kolleginnen und Kollegen an den Schulen, dass es wieder an ihnen hängen bleiben wird. Und auch das ist ein fatales Signal an die Lehrkräfte. 900 neue Stellen für die Schulen. Mit dieser Zahl wollte das Kultusministerium an die Öffentlichkeit gehen, um zu zeigen, man tut etwas gegen den Lehrermangel. Von den 900 Stellen sind aber lediglich 159 generische neue Lehrerstellen. Und die Begründung dafür finde ich dann doch sehr interessant. Man brauche diese Stellen, um die 104-prozentige oder 105-prozentige Unterrichtsabdeckung gewährleisten zu können. Vor dieser Haushaltsdiskussion hieß es aber immer noch aus dem Kultusministerium, aktuell sei eine solche Abdeckung gesichert. Also wozu braucht man denn dann die 950 Stellen? War da vielleicht doch nicht alles so rosig, wie Sie es immer behauptet haben, Herr Lorz? Da sind Sie uns eine Erklärung schuldig. Auf zwei bemerkenswerte Umstände möchte ich an dieser Stelle noch eingehen. Wie kann es eigentlich sein, dass eine einzigartige Maßnahme für den Übergang von der Schule in die Berufsausbildung, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Jugendlichen von der Schule bis in die Berufsausbildung, teilweise sogar bis zu ihrem Abschluss begleitet, in dieser Landesregierung ein Jahr lang untergegangen ist? Wir haben jetzt durch den Haushalt eigentlich erst erfahren, dass die Berufseinstiegsbegleitung nicht durch die Landesregierung finanziert werden soll. Eine öffentliche Stellungnahme durch den Kultusminister, welches das mit der Bundesagentur verhandelt hat, also zumindest ist das unser aktueller Stand, weil der Sozialminister sagt, er war es nicht, also muss es der Kultusminister gewesen sein, diese öffentliche Stellungnahme gibt es nicht. Das zuständige Sozialministerium, was jetzt neu zuständig ist, wäscht sich die Hände in Unschuld. Insgesamt würde die Weiterführung dieser wichtigen Maßnahme, die eine ganz gewisse Gruppe junger Menschen fördert, die jetzt hinten runterfallen sollen, rund 15 Millionen € im Jahr kosten. Ein Betrag, den sich die Landesregierung sicher leisten kann. Hier geht es aber im Grunde nur darum, dass man ein vom Bund initiiertes Projekt nicht weiterführen will. Wir werden die Fortführung dieser Maßnahme beantragen, da uns die Jugendlichen wichtiger sind als das Zuständigkeitsgeplänkel zwischen den politischen Ebenen. Für andere etwas fragwürdigere Haushaltsposten ist schließlich auch Geld vorhanden. Ein besonderes Schmankerl ist hier die Schaffung eines Reisereferenten im Kultusministerium, der nach A15 bezahlt werden soll. Ein Reisereferent. Ich gehe auch gerne in Urlaub, aber also diese zweifelhafte Erfindung des Innenministers macht jetzt scheinbar in den Ministerien die Runde. Auf das Besetzungsverfahren für die Stelle bin ich sehr gespannt. Das war im Innenministerium ja auch ein wenig umstritten. Insgesamt zeichnet sich der Haushalt des Kultusministeriums dadurch aus, dass er die Fehler der Vergangenheit fortführt, wie beim langsamen Ganztagsschulausbau, bei fehlenden Initiativen für mehr Bildungsgerechtigkeit, bei fehlenden Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen an den Schulen, bei der Schaffung von Stellen, für die keine Ausbildungskapazitäten in dem Haushalt vorgesehen sind, bei fehlendem Verständnis von den Erfordernissen der Digitalisierung und bei der Benachteiligung von Grundschullehrkräften. Schwarz-Grün verwaltet die hessischen Schulen mit all ihren Herausforderungen, reicht das aber schon lange nicht mehr aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kula. Das Wort hat der Kultusminister, Prof. Lorz, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Entwurf für den Landeshaushalt 2020 beweist im Bildungsbereich aufs Neue, wie sehr sich diese Landesregierung bewusst ist, dass die Köpfe unserer jungen Menschen die entscheidende Ressource für die Zukunft unseres Landes sind.
Und deswegen investieren wir auch Ressourcen wie niemals zuvor in die Bildung und Ausbildung dieser jungen Menschen. Wir wollen uns das im Haushalt 2020, soweit es die Redezeit erlaubt, gerne auch im Einzelnen anschauen. Aber vielleicht lohnt sich auch ein kurzer Blick zurück in die bisherigen 6 Jahre meiner Amtszeit als Kultusminister in Hessen. Denn auf die damit verbundenen Zahlen und Anstrengungen bin ich durchaus stolz. Sie sind nämlich mit weitem Abstand die größten Investitionen in die hessischen Schulen der letzten Jahrzehnte gewesen. Allein seit meinem Amtsantritt und damit dem Amtsantritt der schwarz-grünen Landesregierung im Jahr 2014 wurden rund 5.000 neue Stellen geschaffen und keine gestrichen. Frau Kula, erzählen Sie hier keine Märchen. Und sie wurden auch besetzt, Herr Kollege Degen, aber da komme ich gleich noch drauf. Werfen wir einen Blick zurück auf den Beginn der Regierungsverantwortung der CDU in Hessen, dann gibt es heute ungefähr 11.000 Lehrerinnen und Lehrer mehr als noch vor 20 Jahren. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler ist im gleichen Zeitraum aber um 80.000 gesunken. Anders formuliert, wir haben jetzt 25% mehr Lehrkräfte und 10% weniger Schüler. Meine Damen und Herren, diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass CDU-geführte Landesregierungen die personelle Ausstattung der hessischen Schulen Jahr für Jahr in den Mittelpunkt ihrer Anstrengungen gestellt haben. Und auch 2020 wird das in völliger Übereinstimmung von Schwarz-Grün wieder der Fall sein. Mehr als 900 neue Stellen für Lehrer, Sozialpädagogen, Betreuer und die Bildungsverwaltung, das ist der Haushalt für 2020. Und das unterteilt sich in rund 750 zusätzliche Stellen im Lehrerbereich. Frau Kollegin Kula, das rechne ich Ihnen auch gleich noch vor, worauf Sie sich im Einzelnen zusammensetzen. 150 zusätzliche Stellen für die Ausbildung neuer Lehrkräfte und 25 neue Stellen für die Verwaltung in den Schulämtern und für die Umsetzung der Digitalisierung. Sie bringen den Bildungsetat auf ein neues Rekordniveau und steigern im Vergleich zum Vorjahr um sage und schreibe 160 Millionen € oder ungefähr 4%. Und dazu will ich dann auch noch 2 Bemerkungen in Reaktion auf die Debatte machen. Die erste, Frau Kollegin Kula, Sie wollen jetzt die Tarifsteigerungen rausrechnen. Sie erzählen uns doch die ganze Zeit, wir sollen höhere Besoldung machen, um die Arbeitsbedingungen für Lehrkräfte attraktiv zu machen. Aber wenn es dann darum geht, den Bildungsetat zu rechnen, dann darf das plötzlich nicht mehr zählen. Also diesen Widerspruch müssen Sie mir bei Gelegenheit mal erklären. Und Herr Kollege Degen, wenn wir allein diese 160 Millionen € Steigerung nehmen und einen Gesamtbildungsetat von 4,2 Milliarden €, und Sie rechnen mir eine Soll-Ist-Abweichung von 29 Millionen € vor, sagen Sie, kommen Sie sich selbst dabei nicht kleinlich vor? Erstens sagt Ihnen jeder, der sich mit dem Haushalt auskennt, das ist völlig normal. Und Sie würden mich ja auch heftig dafür kritisieren, wenn ich jetzt so knapp kalkulieren würde, dass ich am Ende irgendwelche überplanmäßigen Ausgaben beantragen müsste, weil das Geld nicht reichen würde für die Lehrerinnen und Lehrer, die wir einstellen. Aber vor allen Dingen müssen Sie sich doch die Gegenfrage gefallen lassen, sollen wir diese Stellen etwa nicht schaffen? Nur weil im Moment in der Tat die Arbeitsmarktlage angespannt ist und es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas länger dauert, um sie zu besetzen. Wir haben das doch bei den UBUS-Stellen gesehen. Wir haben es doch auch gestern in der Fragestunde gehabt. Sie haben es im KPA abgefragt. Die haben wir 2018 geschafft, da habe ich mir genau das Gleiche anhören dürfen, nach dem Motto, kriegt ihr eh alle nicht besetzt. Dann wurden alle paar Monate die Zahlen abgefragt, alle paar Monate sind die Zahlen gestiegen. Mittlerweile sind wir bei einer Stellenbesetzungsquote von 90%, das heißt 630 Leute, die auch wirklich aktuell in den Schulen unterwegs sind. Ja, ich hätte gerne 95%, der Rest ist natürliche Fluktuation, das werden wir auch noch schaffen. Aber es kann doch nicht Ihr Ernst sein, dass Sie sagen, wir hätten diese Stellen nicht schaffen sollen, weil wir vielleicht im Moment noch bei 5% Besetzungsschwierigkeiten haben. Also, das ist auch etwas, wo wir vielleicht auch bei anderer Gelegenheit noch vertiefter darüber reden können. Im Übrigen sind Sie auch inkonsequent. Denn wenn Sie über Schulsozialarbeit reden oder über sozialen Integrationsindex, dann fordern Sie ja selber die Schaffung neuer Stellen. Also Sie fordern auf der einen Seite die Schaffung neuer Stellen, auf der anderen Seite erklären Sie, das ist sinnlos, weil man sie nicht besetzen kann. Also Sie müssen sich wenigstens entscheiden, welche Argumentationslinie Sie hier vertreten. Aber ich will jetzt nicht weiter auf die bisherigen Beiträge in dieser Debatte eingehen, sondern mich auch auf die Schwerpunkte konzentrieren, die wir mit diesem Geld, denn die absoluten Zahlen sind ja nur die eine Seite der Medaille, auf die Schwerpunkte, die wir mit diesem Geld verwirklichen wollen. Ich nenne als Erstes die Stärkung der Bildungssprache Deutsch. Warum? Weil wir wissen, dass bildungssprachliche Kompetenzen in der deutschen Sprache für alle Schülerinnen und Schüler die wesentliche Voraussetzung zum Lernen und für den Schulerfolg sind und damit auch eine herausragende Bedeutung für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit haben.
Deswegen habe ich das im vergangenen Jahr zum Schwerpunktthema der hessischen KMK-Präsidentschaft gemacht. Und ich freue mich, dass wir im Dezember in der Kultusministerkonferenz dazu auch gute und wegweisende Empfehlungen verabschiedet haben. Und wenn man das als Präsidialamt schon zum Schwerpunkt macht, dann muss man natürlich auch zeigen, dass man das auch selber verwirklicht. Und das unterlegen wir im Haushalt 2020 mit den 180 zusätzlichen Stellen. Der zweite Schwerpunkt, den ich hervorheben möchte, ist die Lehrkräftegewinnung. Das wird bis auf Weiteres eine zentrale Herausforderung der Bildungspolitik in ganz Deutschland bleiben. Und da sind wir uns, glaube ich, in diesem Hause sogar einig. Hessen, meine Damen und Herren, ist hier mit seinem umfangreichen Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte anderer Lehrämter zum Einsatz in den Grundschulen und der massiven Ausweitung der Studienplätze im Ländervergleich schon gut aufgestellt. Wir wissen aber, dass das nicht reichen wird. Deswegen werden wir unsere Maßnahmen weiter intensivieren, um auch zukünftig ausreichend gut ausgebildete und qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung zu haben. Und das schlägt sich in diesem Haushalt in den 100 Stellen zusätzlich für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst nieder und in den 50 Stellen, die dann natürlich auch geschaffen werden müssen, um diese jungen Lehrkräfte mit ausreichend Ausbilderinnen und Ausbildern zu versorgen. Der dritte Schwerpunkt, den ich betonen möchte, ist der Aufbau multiprofessioneller Teams. Das kann man an vielen Punkten festmachen, aber der quantitativ größte sind natürlich die sozialpädagogischen Fachkräfte, also eben die UBUS-Kräfte. Und die sind jetzt schon ein paar Mal genannt worden, die 700, die im Moment an 1.300 Schulen im Einsatz sind. Meine Damen und Herren, diese Errungenschaft macht uns stolz, aber nicht träge. Und deswegen stocken wir das im kommenden Haushalt um weitere 140 Stellen auf, weil das eine der Maßnahmen ist, wo uns alle Schulen zurückmelden, dass es für sie eine der wichtigsten Unterstützungen überhaupt ist. Und als vierten Punkt möchte ich hervorheben die Förderung der digitalen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler. Mit 500 Millionen € ist unser Programm Digitale Schule Hessen dotiert. Und es ist schon erwähnt worden, 25% Aufstockung, das ist mehr als jedes andere Bundesland leistet. Und ja, dafür brauchten wir ein Gesetz hier im Landtag. Deswegen hat sich natürlich auch die Verabschiedung unserer Förderrichtlinie verzögert. Ich habe immer gesagt, ich fange lieber drei Monate später an und habe dafür 100 Millionen € mehr zur Verfügung. Ich glaube, das bringt unseren Schulen unterm Strich mehr. Und deswegen schäme ich mich auch dafür. Und, Herr Kollege Promny, inzwischen, also ich weiß ja nicht, wo wir mittlerweile im Ranking liegen, aber eins will ich schon sagen. Inzwischen, das müssten Sie auch mitbekommen haben, denn der Ministerpräsident hat das ja vor zwei Wochen persönlich vorgenommen, die Übergabe des ersten Förderbescheides. Also wir haben mittlerweile schon die ersten Bescheide übergeben. Wir haben auch selber schon Anträge in Höhe von 12 Millionen € bewilligt. Also wir sind da unterwegs und ich freue mich auf die zukünftigen Rankings, vor allem, wie gesagt, wenn man die absoluten Zahlen nimmt, in denen wir am Ende besser herauskommen werden als alle anderen Länder. Meine Damen und Herren, diese Schwerpunkte habe ich mir exemplarisch herausgegriffen. Aber in diesem Bildungshaushalt steckt ja noch sehr viel mehr. Lauter Investitionen in Personal, das die Leistungsfähigkeit unserer Schulen zugunsten unserer Kinder weiter erhöhen wird, und zwar über das gesamte Spektrum der schulischen Aufgaben und bildungspolitischen Herausforderungen hinweg. 159 Stellen, um auch weiterhin das hessische Erfolgsmodell schlechthin fortzusetzen, das alle anderen Länder in Deutschland vergeblich zu kopieren versuchen, nämlich die 105-prozentige Unterrichtsversorgung. Und nur vielleicht als kleine Erläuterung, das sind nicht 159 Stellen, die bislang gefehlt haben, sondern der Kollege Wagner hat es auch schon dazwischen gerufen. Das ist schlicht und ergreifend die prognostizierte Veränderung der Schülerzahlen zum neuen Schuljahr. Also, wir ziehen in der Tat die 105% immer nach. Das ist eine dynamische Größe. Wir reagieren, je nachdem, wie sich die Schülerzahlen entwickeln, natürlich auch mit der Einrichtung von Klassen und mit der Einstellung von Lehrern. 230 Stellen und 6 Millionen € zusätzlich wie in all den Jahren zuvor für den Ganztag. Das muss man ab und zu schon noch einmal betonen. Das ist eine immense Investition. Da hat sich im Moment schon jeder daran gewöhnt, dass wir das jedes Jahr machen. Aber es lohnt sich wenigstens, es jedes Jahr noch einmal zu betonen, dass wir auch nicht nachlassen in dieser Förderung des Ausbaus ganztägiger Angebote. 40 weitere Förderschullehrerstellen für die inklusive Beschulung, 5 Millionen € für schulische Fördermaßnahmen wie etwa unsere neuen Familienklassen. Auch das ein Erfolgsmodell, wo wir froh sind, dass das in einzelnen Kreisen schon ausprobiert worden ist und dass wir jetzt flächendeckend ins Land bringen. 20 Stellen, wenn dieses Hohe Haus den Änderungsantrag der Regierungsfraktion annimmt, für besondere Schulgesundheitsfachkräfte. Auch das wieder ein Beitrag
zur Schaffung multiprofessioneller Teams, die es in dieser Form in Hessen bislang so nicht gegeben hat. 15 Stellen für die Einrichtung von pädagogisch selbstständigen Schulen, darüber werden wir morgen noch einmal ausführlich debattieren. 20 Stellen mehr für den bundesweit ebenfalls einmaligen Sozial- und Integrationsindex. Und nicht zu vergessen, auch wenn das im Haushalt ein bisschen versteckt ist, weil das im Programm Starke Heimat drin ist, aber 5 Millionen Euro in einem ersten Schritt für zusätzliche Verwaltungskräfte an unseren Schulen, die unsere Schulleitungen und Lehrkräfte maßgeblich entlasten werden. Meine Damen und Herren, all diese Maßnahmen zeigen deutlich, der Bildungsetat für 2020 bedeutet abermals einen massiven Zugewinn für Hessens Schulen. Egal ob Ganztag, Sprachförderung, Lehrkräftegewinnung, Inklusion oder Digitalisierung, wir stellen uns all den wirklich breit gefächerten Herausforderungen in der Bildungslandschaft und machen unsere Schulen fit für die Zukunft des Lehrens und Lernens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kultusminister. Damit ist die Aussprache zum Einzelplan 04 beendet. Bevor wir in den Einzelplan 05 einsteigen, begrüße ich auf der Besuchertribüne sehr herzlich den Botschafter der Republik Slowenien, seine Exzellenz Herrn Franz Both. Herzlich willkommen.